Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Oh, es tut mir leid. Oh nein. Iron Man, geht's dir gut? Jawohl. Ich muss auch kurz was von der letzten Folge korrigieren. Und zwar habe ich gesagt, dass Latveria in San Francisco ist und dass das angeblich diese Insel ist. Diese Gefängnisinsel. Aber Latveria war natürlich die. Ich glaube, es war. Was nicht? Dingens? Hier. Oh, es gibt eine Karte. Warte, ich muss kurz, ganz kurz nachdenken. Stimmt, es war doch. Hier. Wo Thor ist. Das weiß ich, glaube ich, noch. Und das Raft ist. Das, was in San Francisco ist. Also dieses. Gefängnis. Diese Gefängnisinsel. So, was ist das eigentlich hier für eine Konsole? Also wir sind jetzt hier auf der Open World. Kann man ein bisschen erkunden, ne? Was ist das hier für eine Konsole? Da können wir mal ganz kurz gucken. Fahrzeuge zum Helicarrier zurückkehren und Charaktere. Oh ja, gucken wir mal Charaktere. Boxen. Nee, kaufen wir mal Sandman. Der Wissenschaftleranzug. Hier spricht mir jetzt nicht so an. Okay, das sind alles immer noch so eigene. Ah, dann kaufen wir den hier noch. Und der ist zu teuer, okay. Oh, ich will, Venom. Oh, geil. Kann ich jetzt immer wechseln? Tatsächlich, ich kann immer wechseln. Und ab und wechseln. Was macht denn Venom? Der kann sich in Hulk Venom verwandeln. Das ist ja cool. Okay. Wisst ihr was? Weil wir gerade hier in dieser Open World sind, klaue ich mir kurz hier das Taxi. Und ich will hier diese Mission machen. Endlich haben wir mal eine richtige Open World hier im Lego-Spiel. So. Sag ich mal, so ein Wettrennen. Wettrennen gegen mich selbst. Kann man sozusagen sagen. So, Entschuldigung, aus dem Weg hier. Jo, geile Kurve. Oh. Alter, driften. Das Ding driftet wirklich krass. Das merkt man gar nicht. Ich merke, die Frames in der Open World sind nochmal ganz anders. Und hier nochmal eine geile Kurve. Oh. Und ich fahre hier durch die halbe Stadt. Wie geil ist das? Okay, da ist das Ziel. Bam. Ich glaube aber, für das meiste, was hier bei der Open World ist, können wir wahrscheinlich nicht machen. Also müssen wir erstmal die Story machen. Oder wir machen einmal so einen schönen Open World Part. Und dann gucken wir ein bisschen New York uns an. Und genießen die Welt. Zum Beispiel hier ist so eine Mission. Soll das glaube ich sein? Ja. Das ist so eine Mission. Was will der Typ denn hier? Venom spricht dich an. Die Bahnschaffler sind auch nicht mehr ganz bei Trost. Die behaupten, in den Bahnhöfen würden irgendwelche Monster lauern. Ist sicher nur Blödsinn. Aber würdest du vielleicht trotzdem mal nachsehen? Nicht, dass ich Angst hätte. Ich habe nur viel zu tun. Ja, ja, klar. Viel zu tun. Ich muss auch Pizza bestellen. Was? Sie hat ihren Führerschein erst vor 10 Minuten erhalten? Was ist mit der los? Ich muss da wahrscheinlich rein. Okay. Ach, der läuft schon. Ich kann einfach das Auto benutzen. Warte, da kommen wir auch noch durch. Warte. Jawohl, perfekt. Perfekt in den Schlitz. Au, die U-Bahn hat mich irgendwie überfahren. Okay, die ganzen Symbionten ausschalten, also unsere Kollegen. Hast du sie? Oh, danke. Danke. Ich meine, die Jungs werden dir sicher dankbar sein. Hier, nimm das für deine Hilfe. Der, hat er gerade mit sich selbst geredet oder was? Er redet so da hinten und wir sind noch hier. Schon ein bisschen lustig. So, ja, wir fahren mal mit unserem Wagen hier lang. Ich kriege hier bei diesen Tunnels so Spider-Man 2 Vibes. Ich weiß auch nicht, warum ich diese Vibes bekomme. What the fuck? Die U-Bahn. Die hat mich fast getroffen.
So, ich will ja jetzt mal New York richtig sehen. Warte mal. Hier ist ein Helikopter. Ah, guck mal, hier. Nein. Ich will den Helikopter freischalten. So, wie machen wir das? Der Schatten sieht doch echt hässlich aus. Ah, guck mal. Kann ich aktivieren. Da ist nur so ein Sprungbrett. Bringt mir aber nicht so viel. Haben wir noch irgendwas, was mir hier hilft? Ach, guck mal hier. Hulk! Oh Gott, wo bist du denn? Ja, trampelt hier. Oh, Digga, Hulk. Wieso kommst du da nicht hoch? Dicker Hulk. Sehr, sehr dick. Boah, aber hier kommst du rüber. Da muss Hulk jetzt komplett außen rumlaufen. Extra. Was? Ist der nicht niedlich? Seit wann ist der Hulk so niedlich? Naja. Und zack. Machen wir hier die Mauer weg. Dann brauche ich mal kurz. Ich glaube, Iron Man kann diese Konsolen aktivieren. Yep. Ah, guck mal. Jawohl, wir brauchen einen Helikopter. Nachrichten, Schrauber. Die Mucke ist geil. Oh, hier brauche ich glaube einen Feuercharakter. Um das Eis zu schmelzen, brauchst du Feuer. Ach nee, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dafür brauche ich Feuer? Lol. Das ist ja was Neues. Das ist ja ganz neu. Braucht man Feuer? Okay, ich hör auf damit. Ist das hier oben? Hier könntest du graben, wenn du die richtige Person benutzt. Leider bin ich nicht die richtige Person. So, da bin ich wieder. Es gab leider technische Probleme. Ich weiß nicht, warum das Game irgendwie meine Bluetooth-Kopfhörer deaktiviert. Oder vielleicht sind es die Kopfhörer. Ich versuche in den nächsten Tagen mal neue Kopfhörer, also so Ansteck-Kopfhörer statt Bluetooth-Kopfhörer mir zu holen. Weil es ist ja einfach nur schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Aber ich glaube, es liegt halt wirklich an dem Spiel. Weil selbst, guck mal, selbst dieses Vollbild-Zeugs geht halt auch nicht. Du kommst nicht aus dem Vollbild raus. Sondern nur mit Applikationen kommst du da irgendwie raus. Ich versuche gerade irgendwie die Karte hier aufzudecken. Finde ich voll geil. Ja, die ganze Karte freidecken. So, hier sollen wir sein. Raft, Fährenkraft. Waffen. Was hier passiert? Oh, ich habe direkt getroffen. Oh, Captain Iglo! Captain Iglo und in seine schönen Fischstäbchen. Gute Arbeit! Ihr habt die Fähre repariert. Meine familienfreundliche Rikers Island Fährentour kann wieder an den Start gehen. Wer mitfahren möchte, braucht allerdings ein Ticket. Regeln sind Regeln. Also ich kann das besser betonen. Gute Arbeit! Wegen euch kann ich jetzt die Fähre weiterfahren. Hallo und vor allem, warum darf ich nicht kostenlos fahren? Ich bin Iron Man, hallo? Ich bin weltweit anerkannt. Ja, es ist schon ziemlich dreist, was der sich ja erlaubt. Aber okay, bevor wir unsere Waffen hier zeigen, machen wir das lieber. Kann man halt nichts machen. Ist halt nur so ein alter Captain Iglo. Habt ihr ein Ticket? Dann ab an Bord, Leute! Nächster Halt, Gefängnis! Nächster Halt, Gefängnis! Klingt aber nicht so geil. Ich will nicht zum Gefängnis. Ab nach Rebirth Island. Also die beste Cutscene der Welt. Das ist doch geil. Alps fetten Arsch. Diese Hupen, die ich auch im Hintergrund höre.
Oh, Laser sind deaktiviert, geil. Aber leider kommen wir hier noch nicht rein. Weg mit dem Tümpel. Und einmal aufspringen. Okay, los, komm, Hulk. Vor der Ostküste Manhattans liegt der Doppelhochsicherheitstrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Riker Island, auch Raft genannt. Wer die Superschurken der allerübelsten Sorte sucht, der findet sie hier. Meine Sensoren melden Bewegungen jenseits dieser Mauer. Lass mich los, Kleiner! Hulk reißt hässliche Koteletten ab! Hulk, hör auf! Mittlerweile müsstest du wissen, dass er einer von den Guten ist. Auch wenn er nicht so riecht. Solltest du nicht in Kanada auf Ahnensuche oder so sein? Ich habe Sabertooth hierher verfolgt. Chuck meint, du mit Hilfe von der Bruderschaft der Mutanten. Wobei. Yeah, Gefängnis. Gehen wir, Blechmann. Folgen wir selber. Frage, warum sollte Doom mit Magneto unter einer Decke stecken? Keine Ahnung. Aber wir haben Wolverine. Ich finde Wolverine übrigens so ein richtig geiler Charakter. Ich mochte sogar den Film. Also, der hat sogar Zack. Ich glaube, der heißt wirklich Zack. Ja, war das der Schauspieler? Hieß der so? Ach, keine Ahnung. Ich bin da nicht so der Experte. Ja, aber ich mochte trotzdem den Film. Oh Gott, warum kommen da die ganzen Häftlinge raus? Wieso passiert sowas? Ah. Hey. Sind das für schlechte Brücken? Schlechte Brücken. Aber wir haben ja Iron Man, der macht das schon. Klatsch. Was ist mit ihm los? So ein Anfall. Dann geh ins Wasser. Ach, Fischis. Falls jemand haben will, einen schönen Barsch. Gönnt euch. Jawohl. So, Brücke wieder hergestellt. Gut, ich glaube, da brauchen wir Ruhe. Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Wie du. Okay, das klingt falsch. Aber Wolverine kann hier buddeln. Mit seinen Klauen. Das finde ich geil. Was ist mit ihm da los? Hat er irgendwie einen Anfall da oben? Wieso haben die alle hier einen Anfall? Es ist doch nur ein Ausbruch. Mehr nicht. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Warte, ich kann hier noch was machen. Ah, ich kann hier raufklettern. So. Bin oben. Aber ich lasse erstmal Hulk hier rein. Warum kommen jetzt hier weg hier raus? Ich bin die ganze Zeit hier vercampt. Ihr dreckigen. Rotzwäffel. Ich muss glaube oben hier noch was aktivieren oder so. Ich drücke B, um einen Kallenschalter zu aktivieren.
Ah, jetzt kann Hulk da wahrscheinlich rauf. Gucke. Gucke mal. Kommt der jetzt rauf? Jawohl. Bah, Hulk mag nicht helles Licht. Vor allem nicht Licht von seiner Farbe. Ja, ist das nicht unser Gefängnis oder so? Wieso haben die erhöhte Rechten? Anscheinend haben die erhöhte Rechte, obwohl wir die Avengers sind. Schon ein bisschen gemein. Und der Kerl fliegt einfach in Black Hawk. Sind wir jetzt die Gefangenen? Oder die Einbrecher, eher gesagt. Ja, wir sind doch die Guten. Eigentlich bitte schon schade. So, die Geschütze hier alle mal wegballern. Aua! Und noch das letzte. Klar, wieder die Lego-Logik. Dann mache ich einmal die Geschütze kaputt und dann geht der Laser an. Der Laser aus. Sicher. Macht richtig viel Sinn. Also merkt euch das, Kinder. Wenn ihr sowas wie Kameras ausschaltet oder Geschütze, dann gehen automatisch irgendwelche Türen auf. Na, so ist es halt eben. Sandy? Sandy, ja stimmt, den muss man ja auch immer so finden und dann, ja, befreien. Mal gucken, ob wir ihn irgendwo hier finden. Ja, meine Nase juckt so hart, aber ich glaube, das interessiert euch gar nicht. So, zack, zack, zack und zack. Okay, los, rein! Der Oberbabo hier. Aber nicht mehr lange. Okay. Ah. Hier schön, Leute. Alle weggeballert. Tut mir leid. Oh, wie sie aus den Wänden hier kommen. Machen die einen auf Prison Break? Keine Ahnung, wo es denn hieß. Das weiß ich jetzt nicht. Da raus hier. Hochsicherheitsspektakel. Oh, den kennen wir doch. Whipslash. Der ist, glaube ich, aus Iron Man 2. Ja, der muss eindeutig aus Iron Man 2 sein. Iron Man 1 sieht aus, als sei die Party im vollen Gange. Ist das Leader? Ja. Den kenne ich jetzt nicht. Hulk? Du hirnlose, plappernde Bestie! Jetzt bin ich endlich frei, um dich zu zerstören! Nur ab. Tschüss. Ey. Bam. Kratz dich auf. Und die größten Schurken schon wegschnitzeln. Das macht aber irgendwie keinen Sinn. Wir befreien die und dann, also wir stecken sie in Gefängnisse und dann töten wir sie wieder. Das ist irgendwie komisch. Wieso töten wir sie nicht gleich? Okay, ja, macht Sinn. Macht richtig viel Sinn. Das ist echt ein cooles Tor. Gefällt mir.
Nee, lass mal, die Kacke. Oh, da drin ist Abomination. Der hat eine Hass auf Hulk, merke ich. Ich frage mich nur, warum. Daddy. Ja, Daddy. Mach die mal alle weg. Nein, meine Streak ist vorbei. Schade. Schade, Mann. Die Münzen einsammeln. Jetzt gehen wir hier die Leitung durch. Und dann gibt es einen Stromschlag. Er hat sich sozusagen selbst umgebracht. Ruhe! Es ist noch nicht Zeit aufzustehen! Ganz ruhig!